Seid gegrüßt und willkommen zur 17. Episode meiner Prison Architect Islandbound DLC Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich muss gerade mal den Gefangenen hier untersuchen oder durchsuchen lassen. Zum Ende der letzten Episode hatte ich nämlich gesehen, dass er irgendwas getragen hat, aber ich konnte es nicht erkennen, was. Weil ich habe halt nicht mehr nachgeschaut. Machst du das mal eben? Danke. Mal eben kurz zuschauen, was hier passiert. Zelle kommt auch gerade einer durchsuchen. Hat er nichts? Oh, dann hat er vielleicht einfach nur irgendwas gekauft im Laden. Okay, das kann natürlich auch sein. Der wird jetzt aber leider verärgert sein. Naja, passiert. Okay, wie der Kontostand mir sagt, ist das hier auch alles gekauft. Okay, ihr bringt die Dinge. Anstatt du den neuen Wäschekorb einfach irgendwo hinstellst, dass irgendwer den mitnimmt. Nö, du trägst ihn hier rein. Und schraubst ihn an. Okay, alles klar. Die haben jetzt eine eigene Kantine. Das ist gut. Denke ich. Was habe ich denn hier gemacht? Das ist keine Wache. Das Koch? Nee. Bereich priorisieren? Nee, was ist denn das? Hausmeister. Ah, stimmt. Was ist gerade passiert? Geld ist gekommen oder so. Ich hatte auch überlegt, ob ich... Wo geht er denn hin? Kackt. Pinkeln. Kackt. Ihr geht doch jetzt nicht ernsthaft da... Okay, ihr geht natürlich hier durch. Ihr braucht... Warum? Verstehe. Und das hier ist verboten für euch, oder was? Och, ernsthaft, dass sie nicht einfach... Gut. Da die jetzt da unten aufs Klo gehen, baue ich hier. Was tue ich hier gerade? Filtern, Besitz, nee, nach Raum. Bauen hier Toiletten hin. 1, 2, 3. Da kommt eine Tür rein. Und dann halt die Sachen. Das dahin, da, da, da. Und hier kommt halt zwei Waschbecken und da kommt dann... Sehr gut. So machen wir das. Brauchen wir hier eigentlich Strom extra? Wir machen es mal. Gut. Ihr kommt jetzt zurück vom Kacken. Sehr gut. Wechselt Kleidung. Oh, Alter, was ist denn mit denen? Mit den Kranken? Irgendwie gar nicht toll, dass die... Moment mal. Nur für Personal, ne? Eingeschränkter Zugang, das kommt weg. Ist nur für Personal. Ich hoffe, das bedeutet auch, dass die da nicht durchgehen wollen. Das hier ist normal eigentlich, genau. Okay, das ist nur... Oh, ihr prügelt euch hier? Nee, ihr wechselt... Ich dachte, der prügelt sich, aber der läuft einfach nur so rum. Na gut. Okay, aber ihr baut ja nun. Hoffe ich. Aber ihr baut jetzt das Teil hier auf. Oder den Teil, eher gesagt. Ach, ihr baut das Klo auch direkt auf. Okay. Habe ich hier ein Stück Wand vergessen? Nö. Habe ich nicht. Okay, Essen. Das sieht gut aus mit dem Essen. Das sind die Nächsten. Oh, verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt. Ich habe kaum Wachen, aber 100% Moral. Geht das hier? Ihr habt es geregelt, ne?
Gut, hab da. Da ja die Wände jetzt hier fast alle da sind. Weil zum Großteil. Hier die Handtrockner. Ja, Pillen sind mir gerade irgendwie egal. Los, schneller. Ich will die Wand haben. Danke. Ding, ding. Strom kommt ja noch. Sehr gut. Ich hoffe mal, hier kommt einer hin. Abwischen oder wegwischen. Überleg gerade, ob ich vielleicht noch eine Wache brauche. Bewusstlos, oh. Und hier halt nur rein, wenn ihr unbedingt müsst. Geistiger Führer. Da, da, da. Sieht wieder wilder aus, als es wirklich ist, finde ich. Okay, hier seid ihr noch dran. Was ist denn mit ihm hier? Einzelhaft. Warum wird der nicht einfach irgendwo in Einzelhaft gesetzt? Braucht man extra für dich oder was? Oh, die sind so unruhig, diese Psycho. Ich dachte gerade, der Häftling trägt das Klo. Oh, der blutet aber auch gut. Schwer verletzt, seid ihr eigentlich doof? Habe ich hier einen Arzt? Dich bringe ich mal eben hier oben hin. Nicht, dass der down geht. Wo ist denn der Arzt? Da. Öffnen. So entstehen nämlich diese Mordgeschichten in Krankenhäusern, Gefängnissen. Ja, hier kommen die aber dahin. Aber hier, der ist zum Beispiel ja nicht dahin gekommen. Verstehe das nicht, na. Geschlossen, genau, wir nehmen keine neuen auf. 12 sind bereit zur Bewährung. Oh, wehe, die Bewährungsanhörung ist nicht mehr da. Moment, was? Tagesplan, Zuschüsse, Programme. Tischler? Haben wir. Bewährung. Machen wir ein paar mehr auf. So, das halt. Okay, keinen Raum gefunden, das lassen wir. Also haben wir ja genug abgedeckt, dass möglichst alle Gefangenen rauskommen. Okay, hier läuft's. Du arbeitest, das ist so gut, dass sie hier arbeiten. Oh, ich könnte hier 10 einstellen. Achso, wir haben qualifizierte 10. Hier sind immer noch. Das ist der Laden 2. Wir können noch ein paar mehr reinhauen. Qualifizierte Häftlinge 2. Ach ja, die Wäscherei. Ach nö. Ihr arbeitet alle. Oh, hier. Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Oh, ich bin so doof. Lass das mal hier mit 6 Stück. Hä, warum sind denn hier Potte? Naja. Hauptsache, es wird hier geputzt. So, einschließend 15 Minuten. Es ist aktiv. Das ist gut. Hier sind ja auch Dinger drin, oder? Grundlagen, Tischler, bla bla bla, geistige Führung. Davon kann man auch noch mehr machen. Psychiatrische Beratung. Ist das vom... Du bist der Psychiater, ne? Ja, beide von 3 bis 4. Das ist voll wenig. Ach, kommt, ey.
Haben wir noch Slots? Oh oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, es ist gleichmäßig. Da habt ihr auch mal was zu tun für euer Geld. Oh. Aber mein Cashflow geht halt super hart runter. Nee, ich glaube, das ist. Da nehme ich mal ein paar raus. Weil wir haben ja noch nicht mal 10 von denen. Ich guck mal so, dass ich das so mache, dass nicht immer beide gleichzeitig arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. Gleichzeitig da, gleichzeitig da, gleichzeitig da. Ihr arbeitet nur nachmittags? Interessant. Okay, sind wir wieder auf 1000. Eventuell kriegen wir... Oh Mann, schnelles Bauen. Werkstatt, muss ich mal eben reinschauen, wie das hier aufgebaut war. Hm, welche Farbe hat ihr denn Werkstatt? Da, 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 da. Fluss? Nee. Polsterte Einzelzelle. Wow. Personalzimmer ist das, genau. Werkstatt. Die ist aber groß. Ist das Tisch? Ach, da fängt der Werkbank an. Okay. Ich denke, ich sollte das mal eben umtauschen. Also. Ach so. Das Ding dann dahin. Du kommst hier hin. Wir lassen das Ding mal da stehen. Okay. Was ist hier? Ihr putzt. Warum putzt ihr denn da? Ernsthaft, was ist das hier? Das ist doch nicht für euch. Das hier ist aber schon abgetrennt, oder? Nur für Personal. Ding, ding, ding. Okay, es läuft ja noch alles hier. Bisschen schneller. Ach, ihr putzt auch im Personalraum. Ach. Wie gut. Das wusste ich ja gar nicht, dass das geht. Hätte ich mal die Personalräume gesperrt für die Häftlinge. Psychisch Kranke gehen auch hier hin, okay. Anhörung. Gut. Denke ich. Und nicht übertreiben hier. Oh, das Klo wird fertig gebaut. Oder das Bad, eher gesagt. Oh, 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 oh. Ein Arzt muss schnell hoch. Ja, schnell. Gucken, ob er der Arzt oben ist oder eine Wache, den runterbringt. Okay, Wache bringt. War natürlich ein bisschen schneller da, die Wache. Hat überle... Wow, das ging aber schnell. Einschließen, aktiv, sehr gut. Einschließen, aktiv. Warum macht ihr da Pause? Das finde ich doof. Ihr müsst hier Pause machen, das wisst ihr, oder? Da. Ist aber ziemlich nah dran hier. Du musst den Weg doch anders gebaut haben. Moment mal. Hä? Ach, du baust es hier, ne? Hallo? Brauchen wir ein bisschen schneller? Danke. Ihr arbeitet jetzt hier, oder? Oder du, ne? Sehr gut. 4 haben wir, die das können. Sehr gut. Ein normal Sicherheitshäftling habe ich. Aber warum? Ist bestimmt einer gestorben oder so. Psychisch Kranke habe ich 9. Würde ich mir aufbewahren, 1 bis 2 Plätze, weil die kann ja auch noch ausrasten. Was hat er denn? Was zu essen, ne? Du bist ein Häftling, ne? Sehr gut. Oh, was haben wir gefunden? Gift. Essen, Dusche.
Das geht doch voll vom Essen her, oder? Und ihr habt doch jetzt auch Essen? Nö, habt ihr nicht. Was war das? Pillen? Ach ja, ich brauche auch irgendwann mal ein Dingens. Ein Waff. Was? Was? Oh nein! Ich hab doch was gehört hier, ne? Dusche. Oh, was ist denn mit euch? Kommt schon. Spitzel. Huh. Extrem schnell. Hat dir wohl nicht geholfen. Naja, so haben wir zwei Plätze frei, ne? Bei normaler Sicherheit. Was tut ihr hier? Ach, ihr müsst hier noch rumstehen. Selbstschuld. 13 sind bereit für die Bewährung. Wir haben nur einen Bewährungsraum. Eventuell könnte ich hier noch einen reinmachen. Bewährungsdirektor. Sicherheitschef, ja, das habe ich auch echt dumm geworden. Ich hätte hier so einen Korridor machen sollen, wo man in die Büros von oben reinkommt, dass man auch direkt hier rein kann. Aber nö, ich muss das ja wieder anders bauen. Und wo wollt ihr hin? Achso, ihr wollt hier rein. Ich könnte ja hier eine Tür reinbauen. Oh, was habe ich getan? Moment, so rum. Damit ihr hier reingeht, Leute. Aber... Wo... Okay... Wo zum Teufel? Und wo geht... Echt jetzt? Ihr geht hier auf den Hof? Seid ihr doof? Psycho! Haut ab hier? Hier ist ein Hof, der groß genug ist. Hey, vorzeitige Überlassung. Nice. 3000 Geld bekommen. Aber was zum Teufel tut ihr hier? Hm. Die wollen jetzt natürlich... Ihr wollt raus, oder? Oder ihr steckt hier fest, ne? Oh je. Ihr blockiert die Tür, oder? Was war mit ihm denn gerade los? Hm. Hier wird wieder einer eingeschlossen. Das sieht immer so aus, als wenn die mithelfen wollen. Ihr baut hier noch fleißig? Okay, das sieht gut aus. Hm. Wie sieht es eigentlich mit allen Sachen aus? Bedürfnisse. Kleidung immer noch. Personal, dem geht's gut. Aber Kleidung, ihr müsstet doch theoretisch mehr waschen können. Einzelhaft? Oh, warum? Hier sitzen noch welche drin. Das heißt, hier ist wahrscheinlich... Was macht der hier? Ach so, Hanteln. Und hier ist auch noch einer. Der wird rausgebracht. Das heißt, der da oben... Eingestellter ist erschöpft. 12 bereit für Bewährung. 8, 3 in Warteschlange. Das ist nicht gut. Ich hoffe, jetzt verhungert keiner. Ich hätte hier vielleicht noch mehr bauen sollen. Fundament, Beton.
Oh, es passt eh nur eins hin. Nee, Moment. So rum. Nee. Andersrum so. Ach, ich mach da kein Fundament. Ich mach einfach nur die Wände. Beton. Einfach eine Tür rein. Zack, fertig. Einzelhaft. Ach, hier können wir auch noch welche hinsetzen. Dahin. Beton. Beton. Die Türen sind teuer, ne? Ach, geht so. 500. Tada. So, werden die unterdrückt. Wir dürfen nur nicht zu schnell alles machen. Oh, hier fehlt ein... Oh, warum fehlt denn das hier immer? Hier ist schon, aber hier fehlt. KKK. Die Klos kommen. Hier sitzt einer rum. Jetzt sitzt wieder einer von denen hier drin. Aber... ihr habt doch jetzt gar nicht euer... Eure Essenszeit. Ich glaube, ich mache die psychisch Kranken einmal komplett anders. Also, dass die... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden Schlaf, ne? Macht das jetzt komplett anders. Und zwar... Moment mal. Nichts, 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 nichts. Ich werde total übermüdet sein, aber ist mir total egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei, wir können... hier noch eins länger schlafen lassen. Dann hier Dusche, Programme Freizeit. Passt das denn überhaupt? Keine Ahnung. Essen habt ihr dann... sagen hier und... Nee, das passt nicht. Essen, Essen. Essen, Essen. Programme, 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 Programme. Keine Ahnung. Hof. Dusche. Oh, Dusche vielleicht noch. Dusche. Mal gucken, wie das wird. Gibt bestimmt Chaos. Freue ich mich schon drauf. Aber wie das dann schließlich wird, sehen wir dann in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie die Auswirkungen sind auf das, also das, was ich gerade getan habe, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.